Hallo und Privet aus Kaliningrad. Ja, Gott scheint auch die Ungläubigen zu lieben. Ich konnte mich vor ein paar Tagen davon überzeugen, denn ich selber bin nach kirchlichem Verständnis ungläubig und trotzdem hat mich Gott geliebt. Warum? Nun, er hat mir gestattet, dass ich mich ihm über ein paar Stufen nach oben nähere. Und ich schlage Ihnen vor, dass Sie mich begleiten in die größte Kirche des Kaliningrader Gebietes, die Christi Erlöserkirche auf dem Platz des Sieges, und dass wir uns gemeinsam über einige Stufen nach oben begeben, etwas näher heran an Gott, direkt unter die Glocken der Christi Erlöserkirche. Und lassen Sie uns für wenige Minuten unseren Blick über die Dächer der Stadt Kaliningrad schweifen. Ich lade Sie ein, auf geht's! Ja, und schon sind wir bei den Stufen, die uns Gott noch ein bisschen näher bringen soll. Mal ganz unter uns, bevor ich diese Stufen bestiegen habe, bin ich schon 4 Etagen mit dem Fahrstuhl gefahren. Nein, das ist nicht Gott, das sind einfach nur 2 Mitarbeiter der Christi Erlöserkirche, die mir freundlicherweise den Zutritt zu diesen heiligen Hallen gewährt haben. Nähert sich langsam dem Ende und auch die Glocken haben aufgehört zu spielen. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den vorbereiteten Platz für das zukünftige Denkmal von Fürst Wladimir und werfen einen Blick auf das Gebäude des russischen Sicherheitsdienstes FSB, so wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Zumindest nicht aus dieser Perspektive. Tja, damit schließt sich die Tür zu meinem Paradies. Ich habe mich zumindest 30 Minuten lang wie im Paradies gefühlt. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.